So, das ist also der Wettbewerb, um das noch einmal etwas abgekürzt und weniger ausführlich wie Phoebe zu erklären. Vier Vorrunden, ihr hört jeweils zwei, ihr merkt euch die Texte, wir fassen ihr euch kurz zusammen, ihr entscheidet mit eurem Applaus, wer dann jeweils eine Runde weiter ist. Das geht so lange, bis noch einer oder eine übrig ist und dann wird Whisky gesoffen. Das ist eigentlich der Abend. Alles klar? Right. Davor haben wir allerdings noch eine kleine Tradition aufrecht zu erhalten, weil um euch auf den Wettbewerb einzustimmen, braucht es immer noch etwas Spezielles. Einen ganz besonderen Höhepunkt, einen Dichter oder eine Dichterin, die irgendwie entweder zu gut oder zu schlecht oder zu alt oder zu, keine Ahnung, brillentragend ist, um sie im Wettbewerb auftreten zu lassen. Deswegen opfern wir sie auf dem Altar des Publikums. Unser sogenanntes Opferlamm. Die Person, die euch anheizen soll, oder zumindest die Messlatte fürs Niveau so tief zu halten, dass die Dichter danach saumäßig gut aussehen. Wer könnte das besser als Phoebe Reichling? Klatsch ihn auf die Bühne! Ah, jetzt wird's klar. Ja, sehr schön. Ich wundere mich nicht darüber, dass du nie Applaus bekommst am Anfang vom Abend. Ein Text von mir. Ich springe jetzt ein, quasi für den Atto an Aachen. Ja, der Atto, da ist ein Buch. Umso geiler, dass er jetzt im Wettbewerb mitmacht. Er hat eigentlich nicht wollen, aber ich habe gesagt, sonst wirst du nachher abgeschlagen. Nicht von mir, ich bin schwach, aber ich kenne Leute. Gut, ein Text von mir. Entschuldigung, Blödsinn. Ein Text von mir, ein Auftragstext, den ich geschrieben habe, letzte für das Vögele Kulturzentrum in Pfäffiken Schweiz, wer kann es nicht? Text über Nachbarschaft, es war so ein Museumsslam zum Thema, nämlich Nachbarschaft, es geht um Sitznachbarschaft in meinem Text. Und das Ding ist, ich habe schon sehr früh gewusst, was ich machen in diesem Text. Das Problem ist, ich habe irgendwie nie ein Ende gefunden für den Text. Und habe dann zurückgegriffen auf einen alten Trick, wo insbesondere der Patrick Salmen mega bekannt gemacht hat im deutschen Raum, mega geile Idee gsi von ihm, und ich finde das eine mega gute Idee, weil es ist so ideal, so einen Text aufhören, wo man nicht weiss, wie soll man den scheiß Text aufhören. Also vielleicht, wenn er selber gerne schreibt und nicht wüsste, wie soll er den scheiß Text aufhören, oder vielleicht so eine Bewerbung schreibt oder so, und einfach denke, Mann, was mache ich jetzt, um den scheiß fertig machen, dann habe ich jetzt da wirklich einen guten Schluss geklaut. Ich empfehle allen, das zu übernehmen und das zu verbreiten, weil es ist viel besser als so Aufsatzschluss, was dann einfach heisst, in diesem Moment klingelte der Wecker und ich wachte auf. Also es ist sehr viel besser als das und hat auch viel mehr Nachdruck. Also ich freue mich eigentlich vor allem auf den Schluss vom Textschluss. Gut, check it aus. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, ihr habt Freude. Ich würde sicher Freude haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie es geschehen ist. Da saß ich also an diesem kühlen Aprilabend in diesem Tram der Linie 8, das mich nach Hause bringen sollte. Was gar keine so leichte Aufgabe für das Tram war, wenn man bedenkt, dass ich nicht an der Linie 8 wohne. Und wie ich so da saß, setzte sich ein mittelalter Mann neben mich. Also kein Ritter, sondern ein Mann mittleren Alters. Also vielleicht war er gar nicht mittelalt, eher so Anfang 30. Vielleicht sogar eher Mitte 20. Eigentlich war er auch gar kein Mann, sondern eine Frau. Eine junge, hübsche Frau. Ich gebe zu, ich wollte nur den Ritter-Joke machen. Und so saßen wir da nebeneinander in diesem Tram der Linie 7 und fuhren durch die Stadt. Ich hätte sie gern angesprochen, denn sie war sehr schön, doch ich traute mich nicht, denn sie war innerlich meilenweit von mir entfernt. Sie guckte konzentriert auf das Display ihres Handys und tauschte Nachrichten mit jemand anderem aus, an einem anderen Punkt der Welt. Wie oft dies doch mittlerweile geschieht, dass zwei Menschen nebeneinander sitzen und doch an ganz verschiedenen Orten sind. Die Ungleichörtlichkeit des Gleichörtlichen oder so ein Scheiß, hätte Ernst Block das wohl gemacht. Und neben wie vielen Leuten wir doch ganz generell immer wieder sitzen, von denen wir keine Ahnung haben, wer sie sind und was sie tun. Ich bin seit meinem 12. Altersjahr im Schnitt 2-mal täglich mit Bus, Bahn oder Tram unterwegs. Das sind beinahe 20 Jahre, mal 2 Fahrten, mal 365 Tage, gibt fast 15.000 Gelegenheiten, an denen ich neben wildfremden Menschen saß. Wer sind diese Leute? Eine zuverlässige Statistik aus dem Internet besagt, dass man in seinem Leben durchschnittlich 13 Mördern begegnet. Oder Mörderinnen natürlich, dies ist ein inklusiver Text. Aber das gilt sicher nur für durchschnittliche Menschen, die nicht so oft unterwegs sind wie ich. Ich muss schon viel mehr Mördern begegnet sein. Bei diesem Gedanken zuckte ich zusammen und musterte ängstlich die Leute im Sechsertram, konnte auf den ersten Blick aber keinen Mörder ausmachen. Trotzdem war mir äußerst mulmig zumute.
Doch es sind ja nicht nur Mörder, neben denen man so ganz casual im Tram sitzt, sondern alle Sorten von Verbrecher. Vergewaltiger, Belästiger, Bankräuber, YouTube-Stars, Leute, die ihre Wäsche zu lange in der Waschküche des Wohnblocks liegen lassen oder die das Flusensieb des Tumblers nicht reinigen. Leute, die Zucchini mit Grünkohl pürieren und dann sagen, Sonnenfeine, Smoothie. Wie oft schon bin ich wohl neben Leuten gesessen, die ganz nett aussahen, während sie auf ihrem Handy Hasskommentare verfassten. Neben Leuten, die nicht anerkennen wollen, dass Bernhard Russi der beste Skikommentator aller Zeiten war. Ihr habt keine Ahnung. Wie oft schon bin ich neben Leuten gesessen, die heimlich Gölle hörten. Schlimm. Geschmack ist relativ, aber irgendwo muss man Grenzen ziehen. Oder neben Leuten, die Camouflagejacken tragen. Wie gerne würde ich so einen Tarnfarbenträger mal heftig anrempeln und sagen, Entschuldi, ich hab dich nicht gesehen. Du bist doch perfekt mit dem Hintergrund verschmolzen. Aber ich habe es nie getan, denn ich habe Angst. Vielleicht ist er ja einer meiner 13 Mörder. Und auch sonst hat man ja keine Ahnung, was die Leute, die gerade neben einem sitzen, sonst dort treiben. Wie oft wohl bin ich schon neben jemandem gesessen, der vor 5 Minuten noch zu Hause saß und onanierte und jetzt in einem Zustand tiefster Entspannung, gewischt mit einem Quäntchen Selbstekel, mit ungewaschenen Händen neben mir den Blick am Abend las, den er nachher zurück auf den Sitz legen würde, damit ihn noch jemand anders lesen kann. Zugegeben, das ist nett. Oder neben jemandem, der gerade ein Bild seines Penises verschickt. Auf jeden Fall sitzt man immer wieder in Trams, in denen gerade jemand ein sogenanntes Dickpick erhält. Denkt mal daran, wenn ihr das nächste Mal Tram fahrt. Bling! Macht er jetzt auch gerade das Handy der hübschen Frau neben mir und sie guckte angewidert auf das Display. Ich schielte neugierig rüber, weil ich doch meist nur meinen eigenen Penis zu Gesicht bekomme. Also nicht ins Gesicht, so beweglich bin ich leider nicht. Was? Aber es war nur ein Bild von Donald Trump. Wobei man vielleicht auch das Verschicken von Trump-Fotos als Belästigung einordnen könnte. Und wie oft schon bin ich neben jemandem gesessen, der mittlerweile berühmt ist, den aber damals noch niemand kannte, neben einer Musikerin, einer Autorin oder einem kleinen Mädchen mit Zahnspange, das mittlerweile ein Topmodel ist. Man weiß ja nie, was die Leute noch alles erreichen. Wobei ich damit nicht implizieren möchte, dass Topmodel sein etwas erreicht haben bedeutet. Wofür sind die denn berühmt? Dafür gut auszusehen. Etwas, das ihnen bei der Geburt in die Wiege gelegt wurde. Obwohl das ja bei Intellektuellen auch so ist. Die sind einfach intelligent auf die Welt gekommen, sagen jetzt jeden Tag was Kluges und zack, berühmt. Intellektuelle sind die Topmodels des Geistes. Doch meist sitzt man ja einfach neben ganz gewöhnlichen Leuten, neben Bildhauern und Geigenbauern, Grundschullehrern, Weltverstehern und mit Hunde Gassi gehen, Kammernjägern, Postausträgern und den Stand der Welt beklägern, alten Pflegern, Billardgegnern, buh, und verrußten Schornsteinfegern, neben Kindern, die freudig auf Lassen verfahren und Teenies, die sorgsam auf Kopfhörer sparen, mit Eltern, die lange schon getrennt überleben und trotzdem versuchen, den Schein noch zu fahren, Studis, die schön im Landschaft versinken, Studis, die lange schon mit Erdmodern kinken und Studis, die kaum ist die Prüfung vorbei, dann im Ausgang das Bier aller Bars dieser Stadt wegtrinken, neben Bauarbeitern, Büroleitern, Obligaten, Zugbegleitern, Autonomen, Gastronomen, alten Tanten, Querulanten, unechneten Spekulanten, Vertretern von Behörden und eben neben Mördern. Und dieser Gedanke, dass da ein Mörder in diesem Tram der Linie 5 saß, ließ mich plötzlich nicht mehr los. Irgendjemand war da drin, der mir ins Leben wollte. Paranoid, leicht zittern und wohl auch schwitzend sah ich mich um. Die schöne Frau guckte mich besorgt an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Doch nichts war in Ordnung. Ich hatte Angst. Ich sah nur noch einen Ausweg. Ich stand auf und tötete alle. Keine Ahnung, keine Ahnung, ob ich damals an diesem kühlen Aprilabend einem der 13 Mörder begegnet bin, die man im Leben durchschnittlich trifft, aber alle anderen in diesem Tram sind es auf jeden Fall. Die Statistik liegt mir. Vielen Dank, viel Spaß. Phoebe Reichling! Ja, danke. Super. Gut.